Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odin war shoppen. Das wird auch diesmal ein längeres Video, was ich in Etappen aufnehmen muss. Also nicht wundern, wenn ich mal andere Klamotten anhabe, weil es ist schon ein bisschen was da, aber noch nicht alles, weil ich habe beim Prime Day was gekauft, ich habe für meine Frau was gekauft, also meine Frau hat was gekauft, hat einen Amazon-Gutschein gekauft, mein Konto aufgeladen und dann habe ich für sie was gekauft, was sie wollte. Das ist jetzt hier, das hat sie aber gerade schon mit hochgenommen. Ja, das ist jetzt leer. Da waren zwei Bezüge bzw. Kissen für Balkonstühle. Die sind auch echt mega dick. Ich werde euch die auch in die Videobeschreibung verlinken. Ich wollte eigentlich einen hier haben zum Zeigen, weil die so mega dick sind. Also die kennt ihr nur so dünn. Ja, aber die sind, also so dick sind die. Richtig schön dick. Und in doppelt und dreifach abgenäht, also mit so einer Mitte und so, damit es sich nicht hin und her verschiebt. Die sahen echt gut aus und für einen guten Preis. Die alle anderen haben immer 40, 50, 60 Euro gekostet, teilweise 118 Euro. Die haben wir geschossen, das Stück für 18, 19 Euro oder so. Da habe ich auch nur durch Suchen gefunden. So, nichtsdestotrotz packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann habe ich hier zweimal, das ist nicht von Amazon, Luxury Natur. Das ist eine Bettwäsche. Hier ist irgendeine Tussi drauf. Die, ich weiß nicht, vielleicht kennt man die. Ich habe keine Ahnung. Jette Luxury Natura. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir aufklären. Vielleicht ist es irgendein Promi oder irgendeine Tussi, die man kennen muss. Ich habe keine Ahnung. Hier, das ist die. Ja, das ist von Penny. Ja, für Punkte kriegst du das und ich habe das halt zweimal. So. Zweimal haben wir. Für mich, wir haben auch schon zwei neue Hefte voll für zweimal für meine Frau. Die möchte das auch in Grau haben. Es gibt es halt in so, das Muster gibt es halt in Grau und in Blau. Und das hat auch ein Wendemuster. Achso, hier sieht man es dann. Kann auch so sein. Weiß mit Grau, so. Und, also wie gesagt, zweimal für mich schon. Also da ist jeweils in einer so einer Packung ist ein Kopfkissen drin und eine Bettdecke. Kann man hier irgendwo, okay, aber hier haben wir leider kein Bild. Doch, da. Pst, da ist Kopfkissen und da ist Bett. Und jetzt haben wir halt für mich einmal, also zweimal halt logischerweise, weil ich habe ja, mein Bett hat ja zwei Seiten. Die Seite, wo ich liege und die andere Seite, wo Tiger liegt. Oder meine Frau oder halt Tochter oder so. Oder alle zusammen. Und für Frauchen haben wir jetzt schon zwei Hefte voll. Die kriegt das gleiche auch noch zweimal für ihr Bett. Dann ist gerade ein drittes Heft fast voll, weil Oma sammelt mit und die Nachbarn von Oma. Ein drittes Heft fast voll. Da hole ich mir dann nochmal in Packung, wo zwei Kissen drin sind. Aber nicht die 80x80, sondern 80x40, die kleinen. Ja, da habe ich nämlich zwei. Frauchen benutzt sowas nicht. Ich habe zwei in meinem Bett und die sollen ja auch passen dazu. Also das muss noch geholt werden. Und danach wird noch gesammelt. Dann kriegt die Große auch noch so ein Paket. Kopfkissen und Bettdecke. Die hat auch nicht so ein kleine Kissen. Mag sie nicht. Die hat nur ein großes. Und die kriegt das dann auch noch. Die will das auch in Grau. Und dann sind wir da eigentlich durch. Es sei denn, Frauchen will halt noch extra Kopfkissen oder extra Bettdecke. Ich habe keine Ahnung. Abwarten, Tee trinken. Da gibt es auch so Kuschelkissen, so in Form vom Elefanten. Juna, kannst du mal in Josies Zimmer gehen und mir den Elefanten bringen? Okay. Dankeschön. Die Tür richtig aufdrücken. Die habe ich aber nicht gekauft. Die hat meine Mutter gekauft für die Kinder. Also meine Kleine hat einen Elefanten gekriegt und die Große hat einen Elefanten gekriegt. Und das kostet halt 7,99 ein Paket. So, Dankeschön. Und hier haben wir dann so ein Kuschelelefanten. Ja? Seht ihr das? Dass ein Elefant da sein soll? Ja. Der war ganz platt, der ist jetzt so. Der ist auch ganz flauschig, weich. Also wirklich richtig schön weich. Richtig toll. Und den hat halt meine Große gekriegt und meine Kleine, weil die Große hat auch gesagt, sie braucht ein neues Kuschelkissen. Hier, bitteschön. Aber das hat Oma bezahlt. So. Dann habe ich. Machen wir das Große, machen wir später. Machen wir erstmal das Kleine, weil der Tiger hier vor mir liegt. Also falls ihr euch wundert. Wartet mal. Oh. Hier liegt der Tiger. Also, so.
Kann man das sehen? Ungünstige Position mit seinem Po voran halt. Aber naja, er will halt Kuscheleinheiten, wa? Ja. Wir haben auch gerade Mittagsschlaf gemacht. Also die Kleine und ich. Und Tiger hat mitgekuschelt. Und geschnurrt. So. Dann habe ich gekauft beim Prime Day Totenköpfe. Zwei Stück, war ein Doppelpack. War für Prime Day gratis. Günstiger. Das soll eigentlich silbern sein, die sind aber ziemlich dunkel. Ja, also. Die sind wirklich, wirklich ziemlich dunkel. Vielleicht blende ich auch irgendwo das Bild noch ein beim Bearbeiten oder so, ich weiß es nicht. So. Falls es die noch gibt oder so. Oder. Ja, das sind auch so 3D-Totenköpfe, also ist nicht nur so ein Aufkleber. Also ein bisschen dunkel sind sie schon. Da wollen Juna und ich auch bald einen anbauen. Ich habe auch welche gesehen für Anhängerkupplung. Aber 30, 40 Euro ist mir dafür zu teuer. Das ist mir, also vielleicht, mache ich vielleicht später mal. Aber jetzt gerade nicht, weil jetzt sind noch andere Sachen wichtiger. Weil ich habe jetzt für den Qashqai, was jetzt noch kommt, kommt später noch, noch Seiten, also für den Einstieg und für hinten Schutzteile, damit man da halt den Lack nicht so zerkratzt. Mir fehlt aber dann, was ich dann noch später holen muss, die Wanne für den Kofferraum, also ist praktisch eine Gummiwanne, ja, damit ich das rausnehmen kann, ausschütten kann, damit das beim Aussaugen nicht so viel ist, sondern halt nur ein bisschen. Und auch falls Flüssigkeit ausläuft, das ist halt gut, wenn wir nach Polen fahren, weil ich habe ja einen Kanister drin und so, da ist das halt mal vom Vorteil. Und dann noch für die Plaste vom Kofferraum brauche ich noch so einen Schutz. Und dann noch für den Innenraum, so wie ich mir noch, habe ich noch zwei, drei kleine Sachen, um den Innenraum zu verschönern. So, dann, das habe ich. Ich habe schon zu Holy ein eigenes Video gemacht. Aber, ihr könnt das dann nochmal sehen. Ja, habe ich mir so eine Gigabottle, hatten sie bei Holy leider nicht mehr. Psst, Juna, nicht so laut. Habe ich mir hier so eine 2,2 Liter Pulle bei Amazon geholt. Ich wollte sie eigentlich in Schwarz holen. Aber dank Susanne, erstmal Grüße an Susanne, habe ich sie mir in Hell geholt. Weil das habe ich beim Prime Day bestellt. Da sehe ich wenigstens, wie viel Flüssigkeit noch drin ist. Und hier ist auch genug Platz. Ja, ich habe auch große Eiswürfel, dass die großen Eiswürfel reinpassen. Das passt ganz gut. Bloß mit dem Verschluss habe ich so ein bisschen Problem. Ach, jetzt klappt das. Jetzt klappt das. Ja, das kommt, das ist dann halt noch so. Und dann habe ich mir Scheibenwischer geholt. Ja, die muss ich jetzt. Bei meinem Auto sind es halt drei verschiedene Größen, die ich brauche. Zwei verschiedene Größen für vorne und eine für hinten. Und zwar, ich packe die mal kurz hier aus. Im Stream habe ich die auch schon mal ausgepackt und haben wir uns angeguckt. Die sehen echt gut verarbeitet aus. Ich habe sie noch nicht dran. Also ich habe die Größe 26 für vorne. Das sind 650 mm. Ich habe die Größe 16, also sind 400 mm für vorne. Und für hinten, das steht auch drauf, Heckscheibenwischer, habe ich die Größe 12, Typ B mit 12 und, FB618 Typ B 12. Also hier steht jetzt keine Angaben von Zentimetern. Hier ist der einzige Unterschied zwischen dem für vorne und hinten ist eigentlich, dass der hier steht zwar, sieht zwar auch so aus, als wenn der nur normal ist, aber der hat halt hier nochmal so ein Gestänge mit drin, dass da halt mehr Druck drauf aufgebaut werden kann. Praktisch, wir sehen, hier seht ihr das da. Also dass er praktisch hier vorne fest ist, hier hinten. Und dann hat er hier da auch nochmal was. Das ist ein bisschen. Ne? Und für vorne ist es halt einfach nur der Gummi, wo dann halt Metall dran ist. So, die muss ich auch demnächst befestigen. Das wollen wir dann alles am Wochenende machen. Ach, Kater, nicht in das kleine. Jetzt kraucht er in das kleine Ding drin. Mensch, weg jetzt hier. Ich habe nicht geschmissen, Schatzi. Ich wollte halt nicht, dass er hier durchmacht, durch die Kartons. So. Und ich habe ihn vorsichtig gemacht, Hase. Der ist gewöhnt.
So. Gigabottle, Scheinwischer. Ach ja, Holi. Zu Holi habe ich ein einzelnes Video gemacht. Entweder kommt das jetzt vor dem Odimar Shoppen irgendeinen Tag mal am Wochenende oder halt danach. Ich weiß es noch nicht, wie die Videos gerade geplant sind. Müssen wir gucken. Habe ich aber auch schon ein separates, wie gesagt, gemacht. Aber hier könnten, weil es ist ein Shopping-Video, dann mache ich das halt nochmal mit drin. Ich habe bei Holi mir geholt einmal Acai X Hibiskus und dazu ein Bottich, der hat dann eine gelbe Schrift, also den Bottich kennt er ja, das ist ja dieser Klarsicht-Bottich, dieser lange. Und der ist gelb. So, sieht man das? Ja. Und dann habe ich mir geholt eine neue Sorte, die sie jetzt eingeführt haben. Rote Beere mit Hibiskus. Ja, da hoffe ich, dass die schmeckt. Zitrone haben sie auch neu, aber ich hatte Zitrone schon mal bei Vital Body und die hat ein bisschen wie Klostein geschmeckt. Und seitdem bin ich bei Zitrone so ein bisschen vorsichtig. Ich werde sie mir irgendwann bestellen zum Kosten. Und ich will auch mal gucken, dass ich mir nochmal beim nächsten Mal auch nochmal eine Probepackung bestelle, weil da sind jetzt auch diese, oh Gott, diese zwei Früchte drin als Probepackung. Aber ich frage mich nicht, wie die heißt. Mist, habe ich vergessen. Frag mich nicht, wie die heißt. Jedenfalls sind da zwei Früchte. Vielleicht ist ja auch irgendwann Zitrone denn bis dahin schon drin. Dann kann ich dann eine Probepackung bestellen. Oder die hatten jetzt auch, konnte man bestellen, verschiedene Eistees. Oder konnte man sich die Bestellung selber zusammen machen. Und dann, nicht so laut. Und dann halt Probepackung. Drei Probepackungen zur Auswahl. Hat bei mir jetzt aber nicht gepasst, weil, wie gesagt, das waren fünf, was man da reinpacken muss. Und dann drei, ich weiß es jetzt nicht genau. Problem ist, da kann man nur den Eistee holen und ich wollte unbedingt bei dem Acai, wollte ich unbedingt den Becher dazu haben. Deswegen habe ich das jetzt mal nicht gemacht, aber beim nächsten Mal vielleicht. Und wenn ich nur Nachschub hole und hier habe ich dann noch einen schwarzen Typ gratis gekriegt, habe wieder einen Gutschein eingelöst, um Prozente zu bekommen. Und da habe ich jetzt so einen schwarzen Tube mit Holi-Stickern. Den werde ich mir dann wahrscheinlich an den Tisch stellen. Weil ich mische mir das ja immer, den Eistee mische ich mir ja immer am Tisch, wenn meistens nach. Weil ich mische einmal in der Küche halt logischerweise vor. Und wenn das dann leer ist, habe ich dann halt meine Tüte am Tisch. Und das Wasser steht ja auch unten zusammengemischt. Und ich habe das Wasser ja im Kühlschrank. Wenn ich mir das dann hinstelle, bleibt das lange kalt. Stell mir das dazu und dann kann ich einfach während des Streams halt kaltes Wasser auf das Pulver kippen, schütteln und dann habe ich weiterhin kühlen, leckeren Eistee. So, jetzt fehlt noch für Frauchen halt praktisch der Tisch für den Balkon. Sie hat sich in halbrunden, sie wollte nicht den Vierchen, weil wegen der Kleinen, wegen Anrempeln und so, hat sie in halbrunden Hängetisch, also den man so an den Balkon ranhängen kann, festmachen kann, hat sie sich bestellt. Der kommt jetzt die Tage, denn heute noch das Rest hier, was für das Auto, was ich euch gesagt habe, kommt noch nächste Woche. Also die Woche kommt was für Frauchen. Nächste Woche kommt ein anderes, also das dauert bis Ende des Monats. Also wir haben jetzt hier den 17. jetzt. Und bis das soll so zwischen dem 21. und 26. kommen. Manche Sachen auch erst am 4. August. Deswegen wird das lange Odimar Shoppen, also was sich hinzieht. Wird dann ein Odimar Shoppen geben für die ganze Zeit. Ja, alles, was jetzt so Juli ist, kommt dann im August. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Achso, brauche ich ja gar nicht sagen. Es kommt ja noch mehr. Das ist ja jetzt nur der erste Takt dafür. Oder veröffentliche ich das jetzt schon und warte bis zum 24. Ach Quatsch, wir machen eh ein langes Video. Mal gucken, entweder veröffentliche ich es jetzt oder es kommt jetzt hier hinten an aber dran. Ja, hang oder ich schnippel das vordere weg und dann kommt halt, das, wie gesagt, werde ich gesehen. Dann kommt das bei Outtakes irgendwann mal mit drin oder ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Wir sehen uns im nächsten Teil oder halt im nächsten Video, ich weiß es nicht. Also entweder kommt jetzt hier was da oder ein neues Video, keine Ahnung. So, und nochmal inzwischen.
Beitrag. Ich hatte euch ja im ersten Teil gesagt, ich hatte zweimal von der Bettwäsche geholt bei Penny für 70 Marken und 7,99 pro Paket. Also linke Seite vom Bett, rechte Seite vom Bett, jeweils ein ein Kissenbezug 80x80 und eine Bettdecke 135x200. Und da ich ja auch diese 40x80 Kissen habe, also praktisch 80 lang, ja, aber nur 40 hoch, habe ich mir jetzt, hatte noch Marken übrig wieder, beziehungsweise meine Mutter sammelt ja auch mit und die Nachbarn von meiner Mutter und hier die Nachbarn und so, da kommst du dann relativ schnell auf die 70 Marken. Und weil meine Mutter ja auch viele Leute kennt, ich kenne auch viele Leute hier in unserer Stadt. Und da kommt man dann schnell auf die Marken. Frauchen hat auch schon zweimal Bettzeug, aber die braucht halt diese kleinen Kissen nicht. Ich habe jetzt noch zweimal kleine. Also wie gesagt, 40x80. Da steht's. 40x80. Die habe ich jetzt noch geholt. Meine Mutter hatte ja zwei, da gibt es auch so Elefanten, Kuschelkissen. Davon hat meine Mutter zwei geholt und eine der ihnen Elefanten der kleinen Tochter geschenkt und ihnen der großen Tochter geschenkt. Ja, und jetzt brauchen wir praktisch nochmal 70 Marken, damit wir praktisch das nochmal für die Große, weil die wünscht sich das auch, dann kriegt die Große auch nochmal ein so ein Paket. Die hat ja nur eine Bettseite, hat ja nur in 90 mal Dingsbums. Deswegen kriegt die halt jetzt auch noch einmal so ein Ding und sie hat sich auch gewünscht, wenn dann nochmal noch Marken zusammenkommen, vielleicht auch so ein Paket davon, weil sie auch jetzt so ein kleines Kissen hat, dann kann sie das dann gleich packen. So, wir waren heute auch in Polen. Und da haben wir wieder Lebensmittel gekauft. Die zeige ich euch jetzt hier nicht bei Odima Shoppen. Also ich habe viermal Salami geholt, viermal Kochschinken, weil die Kleine mag, die Große mag total Kochschinken. Dann habe ich mir Rexona geholt, das Spray. Da sind die Dosen nämlich im Gegensatz zu Deutschland sind sie so, in Polen sind sie so. Und die hatten bei Bredonka nämlich ein Angebot, kaufe. So, ich weiß jetzt nicht, ob das alles drauf ist. Deswegen sage ich es nochmal, weil Kamera gerade ausgefallen ist. Halt wie gesagt nochmal Zwischending. Ich habe jetzt geholt 40x80 zu den zwei großen noch dazu. Und dann waren wir heute in Polen. Da habe ich mir viermal Salami geholt, viermal Kochschinken, hat die Große sich gewünscht, hatte ich ja eben schon gesagt. Und dreimal Rexona, Spray für unter der Arme, hatten sie im Angebot, kaufe drei, zahl zwei. Also zwei kaufen, eins gratis, ist immer unterschiedlich. Mal steht, kauf drei, bezahl zwei. Mal steht, zwei plus eins gratis. Im Prinzip ist es das Gleiche, plus dass es mal so geschrieben ist. Habe ich jetzt zweimal bezahlt, habe dreimal dafür bekommen, logischerweise. Was haben wir noch geholt? Ach so, eine Stiege Milch habe ich noch geholt für meinen Shake. Und dann habe ich mir auf dem Bazar habe ich mir geholt für 10 Euro. Muss ich erstmal entwirren. So ein Dingsbums hier, sind vier Stück, also vier Reihen oder so. Ja, Grünpflanzen, also künstlich. Ja. Die will ich halt praktisch beim Regal hier hinhängen. Ich hätte mal zweimal kaufen sollen, für die andere Ecke auch. Ich habe eigentlich gedacht, ich nehme hier zwei für die Ecke, aber mit den vier. Und wenn ich die jetzt doppelt nehme, dann sieht das eigentlich ganz cool aus, dass ich die da hinhänge. Dann muss ich für die Ecke doch nochmal kaufen. Weil ich will die auch ehrlich gesagt nicht kaputt schneiden. Dann müssen wir mal gucken. Von der Länge müsste das reichen. Mache ich erstmal die Seite. Und dann halt beim nächsten Mal nochmal für 10 Euro so ein Ding gekauft. Und dann passt das. So. Und die anderen Amazon-Sachen sind immer noch nicht gekommen. Und dann habe ich mir noch ein T-Shirt gekauft. Das hat so ja echt geile Qualität gehabt. Also ich habe es da auf dem Bazar angefasst. Also auf dem kleinen Bazar, nicht auf dem großen, auf dem kleinen Bazar angefasst. Der Stoff war sehr gut. Ich habe so ja T-Shirts gesehen, die ich von Nordische Welt kenne. Beziehungsweise damals auch welche von Spaß kostet. Also gut gefälscht, muss ich mal sagen.
Also mit den Spruch, was ich auch habe, hier Nordmann oder so, das haben die da auch. So, aber das habe ich gesehen und wolltet eigentlich nicht kaufen, aber dann kam der an und sagte, 12 Euro. Ach, für 12 Euro? Ja, mei. Da kannst du nichts verkehrt machen. Und da habe ich mir jetzt hier das T-Shirt geholt. Also wie gesagt, der Stoff, der hat auch, ist auch so ein so Mittel, also nicht ganz dick, nicht ganz dünn. Vorne ist dann halt praktisch, sieht man das? So ein Totenkopf drauf mit Bart und Hörnern und dann oben guckt so ein bisschen Torshammer raus. Ja, der ist halt ein bisschen falsch oben, der Torshammer. Der, warte mal, was haben wir denn hier? Hier unten ist auch Torshammer, sollte auch Torshammer sein? Ich habe keine Ahnung, jedenfalls guckt hier unten Ovat raus. Aber hier oben ist halt Walknut drauf. Mir hat er halt am meisten nicht gefallen mit dem Totenkopf, mit dem Bart und dann halt Weihknut. Mit den Hörnern hier, wo. Und dann den. Das sollen, glaube ich, ich weiß nicht, sollen das Flammen sein oder keine Ahnung. Und den Äxten. Und die Qualität ist wirklich gut. Und dann auf dem Arm ist dann auch nochmal Weihknut, aber halt in der anderen Variante. Und ja, die Runen müsste ich mir mal übersetzen, was die bedeuten. Und Valhalla steht drunter. Und hinten ist auch was drauf. Ich mag das ja auch, wenn hinten was drauf ist. Auch nochmal die gekreuzten Äxte. Hier der Torshammer nochmal, der nach oben zeigt. Und hier unten zeigt er nach unten. Ach so, deswegen. Ach so, dann sind das doch zwei Tors haben wir auch. Na egal. Und hier ist der Viking-Kompass drauf. Also auf dem Schild. Und unten steht Valhalla. Und von der Machart her ist es wirklich guter Stoff. Und sieht auch wirklich gut aus. Und ich habe eigentlich auf dem kleinen Bazar noch nichts geholt. An Klamotten. Doch, für die Kleine hatten wir mal süße Kleidchen gekauft und die haben wir immer noch. Die haben wirklich gute Qualität. Och, Tigerchen, mach dich mal hier kurz vom Acker. Ich brauche dir die Tüte. Muss wieder in die Tüte rein, damit das nicht vollgehart wird. Von dir. Aber so habe ich für mich selber habe ich noch nichts und Frauchen auch noch nichts auf dem Bazar gekauft. Also auf dem kleinen Bazar, das ist der neben Lidl. Das habe ich jetzt hier getestet und mal gucken. Die hatten auch Yakuza-Sachen und Nike und sowas. Das weiß man ja, das ist Fälschung. Das hat mich aber auch ehrlich gesagt nicht interessiert. Aber die haben halt auch andere Sachen mit coolen Wikinger-Motiven, auch gestickte Sachen und so, die richtig cool aussahen. Und da habe ich mir gedacht, testest mal. Für 12 Euro kannst du nichts verkehrt machen. Und selbst wenn es blöde Qualität ist für zu Hause oder kaputt geht für zu Hause, reicht das aus. Dann immer noch zur Not. Was ich ja nicht hoffe. Ich hoffe, dass das gute Qualität ist, weil so vom Anfassen ist es wirklich gute Qualität, aber das stellt sich dann erst nach dem ersten Mal Waschen raus. Da bin ich mal gespannt. Ja, das wird bestimmt, bevor der nächste Teil kommt mit den Teilen fürs Auto, habe ich das auch schon angezogen und, also das werde ich Montag anziehen. Und dann logisch auch einmal durchgewaschen. Dann kann ich euch im nächsten Abschnitt gleich sagen, ob es immer noch gute Qualität ist oder nicht. So, aber das soll es jetzt für diesen Abschnitt gewesen sein. Jetzt müssen wir gucken, wann die nächsten Sachen kommen. Und dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Abschnitt. So, da sind wir mit dem nächsten Abschnitt. Und ist ein bisschen mehr zusammengekommen, als ich eigentlich geplant hatte, wo ich das Video geplant habe. Weil ich habe hier noch was. Also ich habe diesen Monat echt wirklich viel zu viel Geld ausgegeben. Aber bei dem Preis konnte ich nicht nee sagen. So, geh mal weg. Ja, ich nicht hier rauf jetzt. Ah, Katerchen. Wieso kommst du immer nur, wenn ich Videos mache? Ja, so viel zum Runtergehen. Die ganze Zeit liegt er da und pennt. So, aber du, na dann leg dich hier wenigstens hin. Hinlegen, so. Oh, ich habe mich hier noch was gekauft. Oh, das würde ich jetzt ungern komplett auspacken, weil so,
Muss ich mal hier so rüber machen. So, und zwar habe ich den EB, also von, oh Gott, wie heißen die? Von M-Pacer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den EBS 111A Subwoofer geholt für den Kofferraum bzw. Ersatzrad. Gibt auch noch den EBS 108. Der ist ein Stück kleiner als der. Ich hole den jetzt auch nicht aus der Verpackung hier raus, weil das braucht meine Frau nicht sehen. Die weiß nur, dass ich halt ein paar Teile für das Auto geholt habe, was halt, wenn es in der Werkstatt ist, gleich mit eingebaut werden soll. Davon weiß die nicht und muss auch nicht gleich wissen. Das wird sie schon hören, mitkriegen, aber so, hier ist er. Der hat auch eine Fernbedienung. Hier ist er nochmal als Bild. Ich hoffe, ich habe jetzt manuell drin. Ich hoffe, dass der hier vernünftig alle klar macht. Ich will das mal mit manuell versuchen, ob das dann vielleicht besser aussieht. Hier ist nämlich die Fernbedienung, weil dann habe ich keine Probleme mehr beim Fokussieren. Ja. So. Da sollte nämlich scharf sein. Und da habe ich einen halt auch. So. Habe ich dann nämlich halt auch den Bassboost, Lowpass, Phase und Input Level. Kann ich dann einstellen. Die meisten anderen haben halt nichts. Und der JBC, den ich eigentlich haben wollte, da hieß es in einigen Foren und bei Amazon, dass der zu basslastig sein soll. Und den habe ich für einen schmalen Taler gekriegt. Der kostet normalerweise 359, ist momentan runtergesetzt auf 309. Ich habe mir gekriegt, für den, was eigentlich der kleine Bruder kostet, 200 ein paar zerquetschte. Also unter 260 Euro war ich. Ja, ich glaube 253 oder so oder 49. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich packe euch den Link zum Shop in die Videobeschreibung. Da musste ich zugreifen. Und dann ging nicht anders. Dann habe ich auch einen Fehlkauf gemacht. Oh Gott, der ist sau schwer. Also der hat hier wirklich ordentlich Gewicht. Der kommt denn in den Kofferraum? Mensch, wo mache ich den denn jetzt hin? Zum Radio kommt ohne ein separates Video. Ich bin auch, ich mache das, was es soll. So an sich bin ich zufrieden, aber nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich kann die Tasten vom Lenkrad nicht zuweisen, wie es eigentlich in der Beschreibung steht. Ich habe nur eine Zurücktaste. Und die ist im Display oben. Ich will jetzt mal versuchen, dass ich halt die Tasten vom Radio an sich zuweisen kann, dass ich Phone zu zurück mache, dass ich da nicht immer oben in die Ecke muss, sondern einfach die Phone-Taste drücken kann. Und dann mal gucken. So, dann habe ich hier einen Stromkabel mit, also Masse, USB, auch den Steuerungskabel für den Subwoofer, dass der angeht. Da braucht man ja auch nochmal einen kleinen Kabel. Den habe ich dann auch natürlich gleich mitbestellt. Brauche ich ja. Den wollte ich jetzt aber zurückschicken, weil ich bin mit dem nicht so zufrieden. Die wollen mir jetzt ein paar Euro Preisnachlass geben. Womit ich aber auch nicht so zufrieden bin, weil zurückschicken wäre zu teuer, haben sie gesagt. Weil das ist ein 200 Watt Verstärker oder 300 Watt, je nachdem auf welchem Blatt du liest. Mal steht 300, mal 200. Ich versuche mal, dass ihr das so seht. Zoomen wir mal hier so ein bisschen. Wo ist es? Da. So, ich versuche mal so, dass ihr das so ein bisschen seht. Da. Könnt ihr so ein bisschen sehen. Also, zoomen wir mal rein. So. Und. Na komm, mach mal hier. Drück doch die Taste, fokussier doch.
Ach, sieht man hier Sicht zu viel. So, jetzt aber. Na, komm. Komm. Komm, Baby. Baby, komm. So, jetzt halbwegs. So, jetzt seht ihr das so halbwegs. Ja, ich versuche mal nochmal. Der ist viel zu dünn. Also finde ich jetzt persönlich, mir ist der zu dünn, der Kabel. So ein bisschen Kabelei und dann halt noch Zeug ringsherum. Ja. Ist mir persönlich, also der soll ein AWG8, AWG8 sein. Wo steht denn das hier? Subwoofer, Leipzig. Hier steht auch eine deutsche Telefonnummer, aber das ist, ich glaube nicht, dass die haben ja auch nur so einen Zwischenmann, denke ich mal. Steht nicht. AWG8 oder so. Ich hatte das hier irgendwo gesehen. Beim Kauf stand es auch da. Jetzt werde ich meinen Werkstattmann erstmal fragen, ob das okay ist. Ja, die Sicherung ist dann halt auch nur so ein Stück Metallding da durch. Nee. Nee, das ist eine Glassicherung. Ich bin mir bei dem nicht sicher. Absolut nicht. Ich finde, bei dem, was da durchgehen soll, die zwei, drei Adern Strom, also Kabel, was da drin ist, finde ich ein bisschen wenig. Finde ich ein bisschen sehr wenig. Jetzt haben sie halt gesagt, die geben mir halt, glaube ich, 3 Euro Preisnachlass, weil zurückschicken ja teuer ist. Dann kann ich den als Ersatzkabel nehmen. Was soll ich mit so einem dünnen Kabel als Ersatzkabel? Das ist ein bisschen wenig. Ja, wenn sie da 5, 6 Euro, dass ich nur die Hälfte bezahlen muss oder sowas in der Art. Irgendwie sowas. Ja, einen größeren Rabatt. Ja, dann könnte man sagen, ist okay, dann kann man den als Ersatzkabel, den Cinch vielleicht noch für irgendwas verbrauchen oder so. So habe ich dafür echt keinen. Da hole ich mir lieber den von Hamann. Oder Hammer von Hammer. Ja, und haue den rein und dann ist gut. Weil. Warte mal, hier steht's. Weil ich finde den ziemlich, also für einen AWG8 finde ich den mau. Auf Deutsch gesagt. Sehr, sehr mau. Und ich kann es euch ja mal, können ja mal, muss mir. Schneid mal hier einfach an der Seite. Kurz drin. So. Dann können wir hier den mal kurz rausnehmen, den Stromkabel. So. Also er hat eine schöne dicke Schirmung und so, aber ich bin mal der Meinung, das Fitzelchen hier, das ist kein, ja, das ist kein Kabel für ein Stro kein Stromkabel für eine Endstufe, beziehungsweise Verstärker sozusagen. Da muss ich ja Angst haben, dass mein Auto abfackelt. Den finde ich mau. Also sehr, sehr mau. Das ist ja. Das ist so dick wie ein Boxen. Also, da hatte ich so ja schon Kabel für Boxen hier zu Hause für Dolby-Anlage, die dicker waren. Also mehr Kabel geboten haben. Das ist. Ist lachhaft. Es ist wirklich lachhaft. Also das ist lachhaft. Der geht zurück und ich möchte das ganze Geld wieder haben. Den kannst du nicht mal als Ersatzteilspender nehmen. Weil er einfach zu dünn ist. Den kannst du keinem anbieten.
Ich habe jetzt okay Maßband. Also wenn ich jetzt nur rein schätzungsmäßig, wenn ich mir den jetzt angucke, ist... Ich habe jetzt hier kein Zollstock, kein Maßband mehr hier, weil meine Tochter das letztens genommen hatte. Fragt mich aber nicht für was. Irgendwas wollte sie damit. Aber rein schätzungsweise. Das ist der vielleicht. Millimeter. Vielleicht 2 Millimeter dick. Also nur der Kabel innen drin. Ich meine jetzt nicht die Gummischirmung außenrum und so. Also dick ist er, wenn ich jetzt so schätzen würde. Vielleicht ein Zentimeter. Habe ich denn gar kein Ding? Ah doch, hier. Und da müsst ihr echt aufpassen, Leute. Da könnt ihr... Die schreiben dann halt drauf, was sein soll. Den habe ich bei eBay gleich geholt. Weil ich bei eBay einen Rabattcode hatte und da habe ich gedacht, naja, dann kannst du das doch gleich mal nutzen. Aber die schreiben dann immer irgendwas drauf, was eigentlich nicht der Tatsache entspricht. Ach man. So, also der komplette Kabel mit Abschirmung, alle drum und dran ist... 6 mm dick. Vielleicht 6,5 mm. Also einmal quer durch. Ja. Und nur das Silberne, also ja, kupferfarbene. Ne? 2 mm. Knappe 2 mm würde ich sagen. Aber da bin ich dann auch großzügig. Ein Millimeter, anderthalb. Sieht man schlecht. Also so ein bis, kommt drauf an, weil der ein bisschen eierig ist, der Kabel. Kommt drauf an, welche Seite man misst, ist er von einem Millimeter bis so anderthalb, 2 Millimeter. Nur das Silberne, was innen drin ist. Und das ist zu wenig. Fehlkauf. So, dann habe ich gekauft bei AliExpress. Wollte ich eigentlich nicht. Aber im Stream irgendwie. Und dann habe ich das gesehen vom Preis her. Und da konnte ich nicht mehr sagen. Das war da halt nicht machbar. Weil ich habe einmal bestellt, das ist so ein Aufkleberset. Das möchte ich jetzt hier ungern aufmachen, weil sonst fliegt das hier alles auseinander. Oder? Dann kann ich es vorsichtig aufmachen. Das ist ein Aufkleberset für außen. So, das sind halt zweimal so eine Dreiecke. Ja, zweimal. Dann haben wir zweimal die Breite und zweimal die Länge und zweimal, hoppala, sind die gleich lang? Hoppala. Nee. So. Der eine ist. Ich hoffe, ihr könntet vernünftig sehen. Nochmal Fokus. So. Der eine ist nämlich hier so ein Stück länger. Ja? Also wirklich nur, hier unten ist bündig. Ja? Aber wirklich nur Amü. A little bit.
A little bit. Und von der Breite her, wenn ich den jetzt hier so ranmache, ja, ist der eine auch, ja, so ein, der geht hier so ein Stück breiter auch auseinander. Also minimal, also das würde ich sagen jetzt an der kleinsten Stelle hier unten, ein Millimeter oben, 2-3 Millimeter, ja, so dass ihr das mal sehen könnt, hier. Ja, da ist ja wirklich so ein Unterschied, aber wirklich nicht viel. Jetzt fragt ihr euch, was ist das? Und das sieht auch matt aus. Hier ist noch eine Schutzfolie drauf. Das ist ein Klavierlack. Das ist für Auto. Und zwar für außen, für die Seiten. Also für... Oh, das sind verschieden. Genau. Muss ich erstmal richtig machen. Für außen, für die Türen. Wo jetzt bei mir so ein gräuliches, ja, was eigentlich hätte schwarz sein können, was nicht schwarz ist, was, das Plastik, was praktisch am Holben, ja, von der Tür und so, das ist bei mir Plastik, ja, und also ich habe ja oben halt Metall rum und dann, und das ist halt nicht ganz bündig mit dem Gummi oben logischerweise. Hiermit wird es ein bisschen bündiger und wird dann halt zum Klavierlack gemacht. Ja, dann Teig bezahlt. Also in Deutschland soll es irgendwie um die 20, 30 Euro kosten. Und dann habe ich gedacht, testest du mal mit aus Chino. Und habe ich bezahlt, also 8 Euro dann plus Rabatt. Ja, keine Ahnung. So, aber dann um die 6 Euro oder so. Nicht mal ganz 6 Euro. Und dann kommt, dann sieht das an den Seiten ein Stück schöner jetzt, dann hoffe ich, aus als jetzt. Mit dem Grau. Das sieht dann halt Klavierlack schwarz aus. So. Dann können wir das nämlich auch hier in die Tüte packen. So, das wird dann nämlich demnächst alles angebaut, wenn das Auto wieder ganz ist. Dann habe ich hier was für 6,25 Euro gekauft. Da ist so ja Werkzeug mit bei, wusste ich gar nicht. Und zwar mit E8 Nummern schwarze Seitenblinker für den Spiegel. Wie ich im Jetta auch hatte. Die sahen so ein bisschen durchsichtig aus, sind aber komplett schwarz. Mit E8 Prüfnummer und P-Nummer und alle drum und dran. Die ist hier jetzt zum Beispiel dann drauf halt. Ja. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie ein bisschen. Aber sieht komplett matt aus. Also, nein, ja, also ich hätte gedacht, dass so ein bisschen. Glanz hat, aber es ist matt. Naja, egal. Es ist schwarz. Die habe ich jetzt. Für 6 Euro kann man nichts verkehrt machen. Und die habe ich aber jetzt hier nicht geholt, ehrlich gesagt. Weil ich die Spiegel unbedingt schwarz haben will oder so, weil das ist jetzt bei mir Klarsicht. Deswegen, das ist drauf geschissen. Die habe ich geholt, weil. Achso, weil bei meinem, also praktisch, das ist das dicke Ende, was halt. Praktisch außen ist, wenn das jetzt der Beifahrerspiegel sozusagen, wenn wir jetzt mal so machen, dann wird der Fahrerspiegel. Hier haben wir dann so ein einzelnes Pinöbelchen, wie ihr seht, was hier so ein bisschen vor ist. Und bei meinem Originalen ist es jetzt praktisch so, hier ist eine LED drinne, die leuchtet und die leuchtet maximal bis hier. Also bis hier ist, das ist hell, das Stück, das ist Klarsicht, da ist nichts hell. Ja, also da ist nichts, da sieht man auch kaum was, dass es blinkt, also wirklich nur, wenn es wirklich richtig, richtig dunkel ist. Und hier ist eine LED drin. Dass wenn es rein geklappt ist, dass man es von hinten nur sieht. Ja, hier ist eine LED bei meinem Originalen. Und der hat jetzt praktisch diesen Effekt, dass die ganze Seite leuchtet. Auf den Effekt habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so angelegt. Also ich hätte ihn auch genommen, wenn es alles einfach geleuchtet hätte. Also praktisch blink. Blink und nicht blink, blink. Ja, einfach alles. Die ganze Front. Also der ganze Streifen. Finde ich halt von der Sicherheit her besser und schöner, wenn wirklich alles leuchtet und nicht nur da so ein Futzelchen.
Ja, ist meine persönliche Erfahrung. Und ich habe das beim Jetta ja mitgekriegt, wie krass der Unterschied ist. Nicht jetzt, dass er getuned ist oder ja, dass es dann halt schwarz ist, der Spiegel unten, wie beim Jetta ist ja unten schwarz, dann kommt die weiße Kappe. Ja, nicht. Einfach nur das Sehen. Wenn du das tagsüber anmachst und ich habe es ja auf dem Parkplatz gemacht und habe aufgemacht und dann blinkt der Spiegel ja auch. Alleine nur das bei tagsüber Sehen, da siehst du den Blinker wesentlich besser und mehr und schneller, als wenn wirklich nur ein Fitzelchen leuchtet. Also das ist eigentlich nur. Also das ist jetzt nicht gekauft wegen muss ich haben, weil es cool aussieht, weil es dann schwarz ist oder irgend so ein Quatsch. Nee, ist einfach nur Sicherheit. Also weil es mir persönlich besser gefällt, wenn alles leuchtet und weil ich dann finde, dass man es besser sieht. Ja. Dann, ich weiß nicht, habe ich das im letzten Video schon mal gezeigt? Ach doch, die Karten für Dings, die hatte ich hier noch liegen, für Mario Kart, ja, die hatte ich ja schon mal gezeigt. Die hatte ich mir auch bei Ali geholt. Damit habe ich mir die ganzen Kostüme freigeschalten. Dann habe ich jetzt hier noch 50 bei Amazon, kam so in der Tüte, 50 von diesen Zopfgummis, aber das sind die größeren. Ich habe ja gehofft, dass sie kleinere sind, geholt. Also nicht für mich, also eigentlich, die sind für die Kinder. Leider halt hatten sie nur in Schwarz, aber ey, für 99 Cent 50, weil da war irgendwie eins noch, was sollten die kosten? Dann hat die, ich hab's da irgendwie 50% Rabatt gerade. Der ist jetzt, glaube ich, immer noch, ich weiß es nicht hundertprozentig. Und da habe ich jetzt 99 Cent oder so bezahlt oder 96 Cent, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ein paar Cent bezahlt für 50 Zopfgummis. Ja, da kann man doch nicht nee sagen. Oh, ich muss den Akku wechseln, Moment. Oh, da bin ich wieder. Zopfgummis, genau. Dann habe ich hier noch was. Das muss ich ein bisschen verstecken, weil da ist auch meine Adresse noch drauf. So. Da habe ich hier denn noch. Oh, hier ist es. Ist richtig drauf. So. Das ist die Carbonfolie, die ich mir beim Prime Day bestellt habe. Hier diesen bisschen Bogen, seht ihr das? Da steht Kaschkei mit zwei weißen Strichen. Ja, ich hätte auch in Rot genommen, aber ja. Und die kommt praktisch auf die auf die hintere Stoßstange beim Kofferraum ran, dass wenn beim Einladen was auf die Stoßstange knallt, mir nicht der Lack abplatzt, sondern das auf diese Carbonfolie donnert. Dafür ist das da. Und für innen drinne, also auf diesem Plaste, wo halt das Schloss und so ist, würde ich auch noch was holen. Ich habe auch schon gesehen, die haben in China so ja komplette Sets, dass du halt die Kofferraum ab, also dass es alleine auf und zu geht. Also wenn du mit dem Fuß unten machst, aber die kostet 500 Euro. Das ist also 500 ein paar zerquetsche. Das ist mir zu fett. Und dennoch der Einbau ist mir ein bisschen zu fett. Vielleicht später irgendwann mal. Wenn ich ein bisschen sparen kann, jetzt sind erstmal andere Sachen wichtiger. Ich habe nämlich einfach viel zu viel ausgegeben. Und ich will ja noch die Wanne für den Kofferraum holen, also diese Gummiwanne, dass halt, wenn was ist, das sickert einfach raus, ausschütten, wieder rein, fertig. Das wollte ich noch holen, denn diese Abdeckung will ich noch holen. Und für vorne war ich am Überlegen, wie irgendwann noch diese Zierleiste zu holen. Und für die Boxen, also links, rechts, für die Radioboxen. Da noch so eine Zierleiste holen, damit das ein bisschen schicker aussieht. Aber das ist alles Zeug, was man mal so zwischendurch machen kann oder später, was jetzt nicht gerade wichtig ist. Und dann war ich am Überlegen, habe ich auch gesehen, für 100 Euro oder 150 Euro, da kannst du vom Kaschkai oben diese Zierleiste, die halt zwischen Armaturenbrett und Fenster ist, kannst du dann abmachen und eine neue ranmachen. Und bei der neuen ist ein kleines Display drin. Und den Kabel legst du dann an der Seite lang runter zum ODB-Anschluss. ODB. Ich glaube doch, ODB war richtig. ODB-Anschluss. Machst du da rein. Und dann sieht das aus wie normal. Bloß, dass du dieses kleine Display hast. Und das Display zeigt dir im Fenster, praktisch wenn du fährst, rechts deine km/h-Zahl an, was du fährst.
Plus halt so ein Leistungsbalken, wenn du denn möchtest. Oder halt so ringsherum so ein Leistungsbalken. Und wenn die Batterie leer wird, dann hast du dann auch so ein rotes V und so. Da war ich auch am Überlegen, ob ich mir sowas noch nachrüste. Weil das hier fällt mir auch sehr gut. So, dann wie gesagt, den Totenkopf hatte ich euch ja schon gezeigt. Die werden noch verklebt. Finde ich aber ein bisschen dunkel für Silber, finde ich den halt ein bisschen dunkel. Ja? So, dann habe ich hier, das habe ich glaube ich im letzten Video gar nicht gezeigt, oder in dem letzten Teil, wo ich aufgenommen habe, für die Lüftung ist das so eine Abdeckung. Ja, weil die sind alle silbern, bloß halt die zwei oben haben sie nicht irgendwie silber, aber du hast diese Vertiefung, ja, und da kommt das dann halt draufgeklebt, das hier, und dann passt das ein bisschen mehr mit dem Gesamteindruck des Autos. Das habe ich gekauft, da habe ich mir ein neues AliExpress-Konto gemacht, sollte eigentlich 6 Euro kosten mit Rabatt irgendwie um die 5 Euro ein paar zerquetschte. Dadurch, dass ich ein neues AliExpress-Konto gemacht habe, habe ich die für 45 Cent gekriegt. Inklusive Versand, also Versand kostenfrei, 45 Cent. Cent. Ja, da kann man nicht nee sagen. So, dann kam jetzt endlich auch der zweite Kabel. Ich hatte mir nämlich ein Ersatzkabel bestellt oder falls ich das Radio mal tausche, schon den passenden Kabel. Ja, das ist so ein Fakra. Hier auf S Dingsbums, ich vergesse jedes Mal, wie das heißt. Ja. Wartet. Gesicht wegmachen, so. So. Ja, seht ihr das? Ja. Der kommt dann praktisch da ans Autoradio ran, an die Android-Radios und den könnt ihr dann bei GPS, wenn ihr ein GPS im Auto schon verbaut habt, oder DB Plus Antenne, wenn ihr die verbaut habt, macht ihr da einfach ran. Und der DB Plus Anschluss bei den meisten Android-Radios ist ja auch so. Oder manchmal gibt es dann halt noch einen extra Adapter dazu, den man kaufen muss. Und dann kommt so eine DB Plus Antenne da ran mit so einem Anschluss. Und auf der anderen Seite das USB. Braucht er denn die Antenne, die mit bei ist, braucht er denn nicht verkleben? Ist Quatsch. Dann macht er einfach das, schraubt ihr rein in den USB-Adapter. Da macht ihr die DB Plus Antenne, die von eurem Auto ist, ran. Ja, das ist jetzt komplett für alle. Ja, hier verschiedene Kabel. Und dann geht das auch so. Dann habt ihr eure DB Plus Antenne im Auto. Müsst ihr nicht extra nochmal eine neue an irgendwelchen Scheiben verkleben, die meistens sowieso nicht so toll sind. Sage ich euch so, wie das ist. Beim Jetta habe ich die drin gehabt. Oder ist immer noch drinne. Nee, Quatsch, da habe ich eine neue Scheibe drin. Ist nicht mehr drinne, diese DB Plus Antenne. Ist total Schwachsinn, das Ding gewesen. Also das hat nichts gebracht. Ja, nichts. Ja. So. Dann kommt das auch mit. Das kommt dann ins Auto nämlich. Ja. Weil ich weiß nicht, das Auto muss ja jetzt repariert werden wegen dem Sturmschaden. Und das mache ich dann nämlich alles erst danach. Wenn das Auto fertig ist und alles wieder schicki ist, dann kommt das alles ran. So, dann habe ich hier noch. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal gezeigt habe. Habe ich einmal zwei Kaschkei, ja, zwei große Metallschilder und zwei kleine. Also sind zwei drinne. Sieht man jetzt schlecht, aber hier sind wirklich zwei und ist wirklich Metall. Und die kommen halt praktisch die großen Fahrer- und Beifahrerseite unten rein. Und die kommen hinten unten rein. Weil die Kinder treten hier ständig. Die machen keinen richtigen Schritt da rein ins Auto. Die treten mir ständig halt da drin. Dann hast du einen Haufen Dreck. Und auch mit den Schuhen kann der Lack abgehen und so. Und deswegen, Bernhard hat auch gesagt, also mein Werkstattmann, sowas ist eine sinnvolle Erweiterung. Das auf jeden Fall. So, dann habe ich nochmal geholt für ein Heft voll mit Punkten, also 70 Punkte. Nochmal, also das zweite 80 mal 40 mal 80. Kann ich euch ja mal zeigen. Ich habe die ja letztens schon gezeigt. Oh Gott, uiuiuiui.
So. Ich weiß jetzt nur nicht gerade, wo. Ach doch, hier. So. Dann kann ich euch das auch gleich mal begründen. Also ich habe jetzt 4 Stück. Also insgesamt. Ja? 2x groß, 2x klein. Warum? Kann ich euch erklären. Einmal Bettbezug. Da ist ein großes 80x80 Kissen und ein Bettbezug drin. Also 35x200 und 80x80. Und alles ist hier zweimal drin. Also 2x Kopfkissen und 2x Bettdecke. Steht auch hier hinten irgendwo drauf. DE Bettwäscheset, Bettdecke, Bettdeckenbezug, Kissenbezug. Nee, steht hier leider nicht drauf. Bettwäsche-Set. Ja, da muss man ja mal aufpassen. Set legen ja viele so aus. Set, Kopfkissen und Bettdecke. Manche sagen aber auch Kopfkissen und Bettdecke. Plus nochmal Kopfkissen und Bettdecke ist ein Set. Bettseite die, Bettseite die. Aber das ist hier. Aber meine Frau hat das ja schon ausgepackt. Da sind wirklich 2 drin. Ja? Ach komm, komm, scheiße, ja. Muss ja sowieso Bett neu beziehen, dann kommt das gleich rauf. So. So, hier haben wir ein Kopfkissen. Und hier müsste irgendwo noch ein Kopfkissen sein. Ist da wirklich nur eins? Habe ich mich da irrt? Brauchen wir da 2? Nein. Doch. Gut, dann brauche ich doch noch eins. So. Ein Set. Noch ein. Gut. Dann habe ich mich geirrt. Weil da stand aber was von 2. So, und dann hier ein Kopfkissen. So. Dann, logischerweise, weil ich brauche ja 2 davon. Ich habe ja eine linke Bettseite und eine rechte Bettseite, nochmal ein Kopfkissen. So, ich mache es euch mit dem großen, kann ich es euch dann auch mal zeigen. So, und zwar können wir dann praktisch einmal dieses Grau haben oder halt so in Weiß. Also ich weiß nicht, seht ihr das, dass es weiß ist und das hat grau? Ja. Kann ich gleich auspacken. So. Ich dachte eigentlich, da sind 2 Bettdecken und so drin, aber naja, okay. Habe ich mich geirrt? So. Und dann habe ich ja noch hier. Dann brauche ich doch noch einmal für Josie. Ja, dann muss ich doch noch einen Katalog vollkriegen. Muss ich meine Mutter gleich anrufen. So, und dann habe ich hier. Oh, 40x80, also auch entweder weiß oder grau. Aber da sind wirklich 2 hier drin. Ja? Die kommen dann natürlich unten drunter. Und dann habe ich noch ein Paket. Das kann ich hier zulassen. Das ist dann halt auf Reserve, weil wir hatten das Ding halt voll. Das Heft. Und 40x80 kann ich öfters mal gebrauchen, Kissen. Wenn ich Bett beziehe, meistens ist es irgendwie komischerweise so, dass mein Bettzeug zwar gewaschen ist, aber die kleinen Kissen immer nicht. Die bleiben dann auf der Strecke. Irgendwie, warum auch immer. Die liegen dann immer ganz unten in der Wäschetonne oder was weiß ich. Und so habe ich dann halt noch einmal auf Reserve. Beziehungsweise halt noch so. Und jetzt müssen wir halt für Josie. Nee, Josie hat schon, glaube ich, gekriegt. So uns unten Bettbezug holen. So, weil die hat ja auch noch die Dinger. Scheibenwischer hatte ich euch ja schon gezeigt. Ja, Hodi habe ich auch bestellt, weil die haben jetzt endlich
Energy Apfel. Da ging es nicht an, da musste ich eigentlich, weil, und mein Apfel war auch alle, weil die Kleine, mein Apfel-Eistee, die Kleine trinkt jetzt so gerne den Apfel-Eistee mit von Holi. Und dann geht so eine 2-Liter-Pulle, ich hatte mir so eine 2-Liter-Pulle geholt, geht da locker mal am Tag drauf, ja, locker. Ich trinke wirklich zu wenig, aber ich trinke halt zwischendurch auch noch Normalwasser, also nicht nur Holi, mit also den Holi-Eistee, sondern auch Wasser. Ich muss auch mehr trinken, davon mal abgesehen. Und da habe ich jetzt dreimal Apfel oder so bestellt und dann war da auch noch Sachen gratis mit bei, weil ich über eine gewisse Summe gekommen bin. Kommt dann mit Glück vielleicht nächste Woche das Video, wenn ich schaffe, dass ich dieses Video hier heute noch bearbeiten kann und hochladen kann und dann Verlinkungen und alles raussuchen kann, dass es dann morgen online kommt, morgen Sonntag. Ja, dass dann Holi praktisch nächste Woche Sonntag kommen kann, wenn alle Duty geht. Aber das ist noch nicht hundertprozentig raus. Erstmal ist es ja verschickt worden, aber das kommt die Woche. Eigentlich schon. Eigentlich muss es die Woche kommen. So, dann habe ich jetzt aber eigentlich alles abgearbeitet. Wie gesagt, der Subwoofer, der war überhaupt nicht geplant. Aber 100 Euro Ersparnis, auch nur bei diesem einen einzigen Shop, 100 Euro Ersparnis, also ich zahle praktisch für den jetzt neu so viel wie einige bei eBay für einen runderneuerten anbieten. Also praktisch einen, der halt komplett auseinandergebaut wurde, Teile ausgetauscht wurden, komplett runderneuert wurde. Und ich habe aber einen komplett neuen. Und weil die wollte den ja sowieso einen mit Fernbedienung haben, der kommt dann nach vorne wieder gelegt, aber nicht ins Handschuhfach, die kommt dann wahrscheinlich so gemacht, dass die in den Kanal rauskommt und dann lege ich mir die raus und dann liegt die dann in diesem kleinen Fach oder ich lasse im Kanal liegen, kann sie dann, weil ich habe da auch so zwei Schlitze, dass ich Kabel rauslegen kann, ohne dass der Kabel einen Kabelbruch kriegt und so. Da habe ich auch mein Fire TV, also mein Android Auto, nee, Android Auto nicht, Alexa Auto, nicht du jetzt, drin liegen, also rausgucken, ja, und ja. Aber den kann ich jetzt auch demnächst abbauen. Ich habe ja so alles, funktioniert ja alles. Ich habe den halt nur wegen ein paar Fire TV Sachen, wegen Anruf annehmen und so. Das hat da ein bisschen besser geklappt. Jetzt klappt es ja im Autoradio auch endlich. Wo, wie gesagt, zum Autoradio kommt noch ein Video. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber ich habe halt noch mein CD-Fach. Und alles andere funktioniert auch, was das Auto hat. Auch die 360-Grad-Kameras und so. Aber es ist nicht das Gelbe vom Ei. Sage ich euch so, wie es ist. Es ist nicht das Gelbe vom Ei. Da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsformen. Und Sachen, die man auf jeden Fall verbessern müsste. Aber es war das Einzige, was ich gefunden habe. Wirklich das Einzige, was ich gefunden habe, dass mir das CD-Fach nicht verloren geht. Ich habe dadurch einen kleineren Bildschirm. Okay. Aber ich bin auch beim nächsten Mal, falls ich meins dann mal erweitern sollte oder austauschen sollte, werde ich bestimmt eins mit einem größeren Display holen und dann scheißwart auf CD-Fach und dann kannst du wenigstens die Tasten da anpassen. Und da ist eine Zurücktaste. Ja, das ist halt ein bisschen. Ich hatte ja auch eins von Amazon mir bestellt gehabt. Das war auch an sich ganz gut, ist schnell gelaufen, war ganz gut, aber die Rückfahrkamera hat nicht funktioniert. Und der Dark-Modus hat nicht funktioniert, also Apps waren alle hell und Google Assistance hat nicht funktioniert. Und was soll ich mit einem Autoradio, wo kein Google Assistance funktioniert? Ich will ja dem Autoradio nicht ständig irgendwie angucken, das Autoradio nicht ständig angucken und irgendwas tippen. Ich will sagen, hey, mach das, mach jenes und dann macht das Autoradio das. Und jetzt geht das alles. Bloß halt mit der Zurücktaste, das ist halt richtig nervig. Aber egal. So. Werdet ihr alles im Video dazu sehen. Aber das mache ich erst, wenn das Auto wieder komplett in Schuss ist und alles richtig da ist, wo es sein soll und wieder schicki ist. Und dann habe ich da auch mehr Zeit für. Und dann kann ich auch gleich das Video machen mit den für ums Auto, mit den ganzen Teilen, die ich dann rangebaut habe. Was eigentlich nur Kleeteile sind, aber halt ein bisschen schicker machen. So. Und bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. War jetzt ein ziemlich langes Odimar Shoppen und auch über mehrere Etappen. Ich habe angefangen vorigen Monat, weil wir haben jetzt August. Ja? Also ich habe
Juni habe ich die ersten Sachen gekauft. Dann, also so Mitte, Ende Juni, dann den kompletten Juli hin durchgesammelt. Ja. Ja, Juni, also Mitte Juni, ja, so etwa. Um den 15. bis 20. rum habe ich die ersten Sachen gekauft. Juni, also sagen wir mal einen halben Monat, also anderthalb Monate ist das jetzt alles. Aber wie gesagt, der Subwoofer war überhaupt nicht beabsichtigt. Der war nicht mal in der Planung drinne. Nicht mal ansatzweise in der Planung drinne, dass ich mir den jetzt schon hole. Aber ey, bei 100 € Ersparnis, da ging es nicht anders. Da musste der her. Und das ist halt der Große so ja noch. Ich wollte eigentlich den Kleineren. Aber der Kleinere, der ist jetzt nur 20 € günstiger gewesen als der. Na ja, der Scheiß war, der so viel Zucker. Also bei der Seite, wo ich gekauft habe, habe ich gesagt, ey, 20 € weniger? Der kostet genauso viel wie auf anderen Webseiten. Oder ist schon 100 € billiger als auf anderen Webseiten der Große. Na, dann let's go. Nimm mal den Großen. Aber egal. Ich rede schon wieder zu viel. So, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, und Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch alle Sachen verposten. Ich werde euch alle Sachen in die Videobeschreibung donnern. Also die Sachen, die ich bei Amazon gehört habe, bei Amazon, die AliExpress-Sachen. Die werde ich. Ja, doch, die AliExpress-Sachen. Das ist ja nicht so viel. Ich werde euch auch den Pendant zu Amazon noch dazu verlinken, dass ihr beides habt. Für die Leute, die halt nur bei Amazon einkaufen wollen. Das, was ich bei eBay gekauft habe, bei eBay, also den Kabel, damit ihr den seht und dass ihr da wisst, den kaufen wir lieber nicht. Und die Webseite vom Subwoofer werde ich euch verlinken und dann werde ich euch den gleichen Subwoofer auch mal bei Amazon verlinken, damit ihr den seht, dass er der gleiche ist. Aber halt, da haben sie ihn jetzt runtergesetzt. Da kostet der jetzt knapp 310. Also immer noch 60 € Ersparnis. Aber egal. Normalerweise hat der 359 gekostet bei Amazon. Oder 349? 300, ich weiß es jetzt nicht genau. Also ich habe jedenfalls 100 € gespart, habe ich gedacht. Und dann habe ich den gekauft. Und hat Amazon den Preis um 50 € gesenkt. Oder nicht, nee, 40 €. Ja, und dadurch habe ich jetzt nur 60 € gespart. Aber 60 € sparen ist schon mal gut. Aber egal. So, ich werde euch alles verlinken. Die Bettwäsche kann ich euch nicht verlinken. Die ist bei Penny auf der Webseite nicht wirklich da. Und das ist halt so eine Aktion: 70 Marken sammeln und dann kannst du das da im Markt holen. Das kann ich euch leider nicht verlinken. Ich werde gucken, dass ich vielleicht ein paar Bilder oder dass ich euch da ein bisschen vielleicht was dazu verlinken kann. Aber ich kann es zu dem Bettlaken und so kann ich es euch nicht versprechen, dass ich euch das verlinken kann. Aber alles andere werde ich euch verlinken. Dann bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.